Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Chart Flash für Mittwoch, den 16. März. Mein Name ist Ronald Gerth, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Unsere Themen, der DAX und der Rest, alles, was wichtig ist, vor der US-Notenbankentscheidung, die wir erwarten heute Abend um 19 Uhr. In den USA haben wir ja bereits Sommerzeit, deswegen kommt das Statement eine Stunde früher, als man das so gewohnt ist. Was wird drinstehen? Weiß man nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Weltbewegendes dort drin stehen würde, ist eigentlich nicht besonders hoch. Es gäbe ja die Möglichkeit, dass die US-Notenbank da andeutet, dass sie die Leitzinsen nun doch relativ kurzfristig ein weiteres Mal anheben könnte. Oder aber, dass sie aufgrund der Wackeligkeit der US-Konjunktur zur Einsicht kommt, dass womöglich doch Stützungskäufe am Anleihemarkt wieder erforderlich wären. Aber beides ist im Augenblick nicht sehr wahrscheinlich. Und so betrachtet könnte man ja sagen, ach, dann wird das heute Abend eine ganz ruhige Geschichte. Aber wir haben nicht umsonst das Phrasenschwein bemüht und diesen Chart veröffentlicht. Flash Ruhe vor dem Sturm übertitelt, denn natürlich wird es zu Bewegung kommen, weil die kurzfristigen Trader immer um 20 Uhr beziehungsweise diesmal eben um 19 Uhr, wenn die US-Notenbank irgendwas von sich gibt, sofort loslegen wie die Feuerwehr. Rauf, runter. Da geht es dann auch weniger um den Inhalt dieses Statements, denn genau um 20 Uhr und 0 Sekunden hat das noch keiner durchgelesen, sondern es geht einfach einerseits darum, den kurzfristigen Trend durchzusetzen, sprich die Bullen wollen, dass es raufgeht, die Bären wollen, dass es runtergeht und das mit Blick jetzt auch auf den übermorgen anstehenden großen Verfalltermin am Terminmarkt, wo Optionen und Futures mit Märzlaufzeit auslaufen werden. Und das wird zwangsläufig für Bewegung sorgen, denn dieses Seitwärtsgependel, das der DAX hier von sich gibt, seitdem es am Montag plötzlich zur Eröffnung einen kräftigen Schub nach oben gab, das ist schon eine Indikation dafür, dass man wartet. So wie es auch zuvor in der vergangenen und vorvergangenen Woche der Fall war, vor der EZB-Entscheidung. Nichts und nochmal nichts und dann plötzlich starke Bewegung. Erstmal rund rauf, dann doch runter, dann doch wieder rauf. Sowas Ähnliches kann hier auch passieren. Wenn wir uns erinnern, im Dezember, als die letzte Kombination eines großen Verfalltermins und einer Notenbankentscheidung kam, kam es auch zu bemerkenswerten Bewegungen, insbesondere auch an der Wall Street. Denn damals wusste man eigentlich, ja, die US-Notenbank wird die Leitzinsen anheben. Das kam oder wurde quittiert mit steigenden Kursen noch am Mittwochabend, aber dann am Donnerstag und am Freitag zum Verfalltermin gingen die Kurse plötzlich doch in den Keller. Also eine erste Reaktion in die womöglich falsche Richtung, das kommt schon vor, vergleichbar eben mit dem, was wir letzte Woche Donnerstag, Freitag gesehen haben. Man sollte also auf der Hut bleiben, was es bedeutet, ausgerechnet jetzt neue Positionen zu installieren, wäre sicherlich keine gute Idee. Die charttechnisch entscheidenden Marken sind 9905 auf der Unterseite und 10.123, 10.164 auf der Oberseite, dieses Zwischentief Dezember respektive Zwischenhoch von Anfang Januar. Diese Marken sind jetzt erst einmal die Ankerpunkte. Aber wenn sie Intraday überschritten werden, heißt das noch lange nicht, dass sie auch auf Schlusskursbasis über- oder unterschritten werden. Sprich, man sollte zwar einen Stop-Loss für bestehende Long-Positionen bei 9.800 Punkten setzen, man sollte allerdings dann nicht gleich auf die Gegenseite switchen, denn auch wenn der DAX deutlicher unter die 9.905 fallen würde, wäre das noch keine verlässliche Indikation dafür, dass er da auch drunter bleibt. Gleiches gilt für einen Ausbruch nach oben. Also bleiben wir erstmal hier in bestehenden Positionen. Aus unserer Sicht wäre es nicht klug, da jetzt ausgerechnet jetzt daran zu rütteln. Und das gilt für alle anderen Assets auch. Wir sehen hier den Bund-Future, damit den Anleihemarkt. Natürlich wird der auch durch die dann heute Abend anstehenden Bewegungen am US-Anleihemarkt beeinflusst werden. Er befindet sich zwar in einer kurzfristig bärischen Konstellation, nachdem es einen Abverkauf gab am letzten Donnerstag, aber er versucht sich zu stabilisieren. Wer hier auf der Shortseite unterwegs wäre, wäre mit einem Stop-Loss um die 162,80 wohl ganz gut dabei. Das wäre ein Sicherheitsabstand von 30 Ticks zur 20-Tage-Linie als momentan relevanten Widerstand. Bei Euro-Dollar weiß man auch nicht, was man machen soll. Es kam zu dieser Rallye als zweite Reaktion auf die EZB. Zuerst ging es ja runter, dann doch am selben Tag wieder kräftig rauf. Seitdem konsolidiert der Kurs und bewegt sich wieder oder ist wieder in der Supportzone zwischen 1,1020 etwa und 1,11
und findet dort natürlich eine supermassive Unterstützung im Bereich 1.10.20, 1.10.45, wo sich 20-Tage-Linie, 200-Tage-Linie und die Dezember-Aufwärtstrendlinie bewegen. Diesen Bereich zu unterschreiten wäre dann schon ziemlich heftig, aber genau da könnte man nun einen Stop-Loss eben haben. Darunter wäre es dann wieder angesagt in Richtung 1.08. Man muss es abwarten, noch kann der Euro natürlich wieder hier nach oben wegfedern, sprich, das könnte sich als normale kurze Korrektur entpuppen, wenn jetzt wieder Schwung in den Kurs kommen sollte. Rohöl Brent wird auch in Bewegung geraten. Nicht, dass es unbedingt unmittelbar was mit dem Statement der Notenbank zu tun hätte, aber immerhin haben wir heute Nachmittag auch wieder mal die guten alten Lagerbestandsdaten, nicht um 16.30 Uhr, sondern eben wegen der Sommerzeit in den USA schon um 3:30, eine Stunde früher. Und auch das könnte für Schwung sorgen und dann, wenn die US-Notenbank irgendetwas erzählt von schwacher oder starker US-Konjunktur, könnte das die Kurse gleich nochmal in Bewegung setzen, was so viel heißt. Jetzt neu einzusteigen hieße Lotto spielen. Nein, hier könnte man auf der Long-Seite bleiben. Beachtend dabei einen Stop-Loss bei $36,50 und damit knapp unter der Kreuzunterstützung aus dieser Supportlinie und dem 20-Tage-Durchschnitt. Zuletzt der Blick auf Gold. Man kämpft, aber ob der Kampf erfolgreich sein wird, ist die große Frage. Das Zwischenhoch vom Mai, hier nicht mehr drin zu sehen, um die Deutlichkeit des aktuellen Geschehens zu verbessern. Das Zwischenhoch vom Mai ist die letzte Unterstützung, die im Moment noch krampfhaft verteidigt wird. Der Goldpreis ist schon unter 20-Tage-Linie und Februar-Aufwärtstrend gefallen. Der MACD hat schon ein Verkaufssignal generiert. Wir hatten das heute Morgen ja schon aufs Tapet gebracht. Seitdem hat sich wenig getan. Auch hier heißt es damit Ruhe vor dem Sturm, denn der Goldpreis ist ja so eine Art Gegenspieler zum Aktienmarkt. Sollte der kräftig steigen, könnte oder dürfte es bei Gold kräftig runtergehen und umgekehrt. Und wenn heute Abend die Richtung gleich ein-, zwei- oder dreimal wechseln sollte, dann wird das auch bei Gold passieren und dementsprechend ist hier natürlich Vorsicht angesagt. Wir haben einen relativ engen Stop-Loss vorgeschlagen bei 1225 US-Dollar. Man wäre dann also erstmal auf der sicheren Seite, wenn man draußen wäre und könnte sich dann anschauen, wie sich das Geschehen im weiteren Abendverlauf präsentiert. Soweit der Überblick vor der Notenbankentscheidung. Die Analyse nach der US-Notenbankentscheidung kommt dann morgen früh. Wie üblich in der nächsten Ausgabe des Morning Call und der Morning Mail rechtzeitig für Sie um 9 vor Handelsbeginn in Europa. Nächster Chartflash wie üblich dann morgen um 1. Bis dahin kommen Sie gut durch den Tag und machen Sie es gut.